Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen Challenge-Video. Diese Woche haben wir ja passend zum Herbst das Thema Kürbis und ich zeige euch ein super leckeres Kürbisrezept. Es gibt nämlich Käsekuchen-Brownies mit Kürbis. Total lecker und ganz einfach selber zu machen. Wie es genau geht, seht ihr jetzt und das Rezept findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Für die super leckeren Kürbis-Brownies braucht ihr natürlich einmal Kürbis. Ich habe hier eingemachten Kürbis, das sind 200 Gramm, wenn sie abgegossen sind. 3 Eier, eine Prise Zimt, 300 Gramm Frischkäse. Dann braucht ihr 100 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter und 50 Gramm Kakaopulver. Das Rezept schreibe ich euch natürlich auch nochmal unten in die Infobox rein. Für den Brownie-Teig schlage ich als erstes die Butter zusammen mit dem Zucker auf. Dann kommen 2 der Eier dazu. Und dann Mehl und Kakaopulver. Den fertigen Schokoteig stelle ich dann kurz zur Seite und kümmere mich um die Kürbiscreme. Für die Kürbiscreme mische ich den Frischkäse mit dem 3. Ei. Dann gebe ich den abgegossenen Kürbis dazu, den habe ich mit einer Gabel leicht zerdrückt. Und eine Prise Zimt. Beide Cremes kommen dann übereinander in eine Brownie-Form. Die decke ich einmal mit Backpapier ab und starte mit der Schokocreme. Auf den verstrichenen Brownie-Teig kommt dann die Kürbiscreme. Und die Ränder des Backpapiers kürze ich einmal mit der Schere. Dann müssen die Brownies nur noch in den Backofen bei 180 Grad Unter- und Oberhitze für ca. 40 Minuten. Und so lecker sehen die Kuchenstückchen dann nachher aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche für ein Challenge-Thema haben.